Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Super League Monster Tutorial. Wie immer, ihr habt es angeklickt, ihr wisst, worum es geht. Heute geht es um meinen persönlichen Favoriten. Und zwar um Wujing. Sun Wujing. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Wujing. Sha Wujing, sorry. Nicht Sinn, sondern Sha Wujing. Sha Hasan, Goldener, Arad Wujing. Ja, was macht ihn so besonders? Und zwar ganz kurze Erklärung, wer mein Tutorial zu Monster Super League Wood Titan gesehen hat, egal welches von beiden, empfehle ich dieses Monster einfach hart in Verbindung mit Poseidon. Wozu wir aber dann später auch mal kommen. Er ist ja bald an der Reihe, der Poseidon. Wenn ihr die Videoreihe seht, beziehungsweise die Videos nach und nach anklickt, nachdem sie alle erschienen sind, ist das Video zudem schon draußen. Aber Poseidon später. Sha Wujing ist in der ersten Line im Wood-Team, also gegen den Wood-Titan, essentiell. Aufgrund dessen, dass er auch ein Schwächen macht und einen mutigen Schlag macht. Im besten Fall natürlich baut ihr den Crit Rate ATK ATK oder Crit Damage ATK ATK. Der aber hinterher auch irgendwann im Blutegel-Set landet und dadurch in der ersten Line auch kein Heiler mehr benötigt wird. Alles auch in dem Tutorial zum Late Game Wood Titan. Ja. Ihn natürlich auch ein bisschen auf Widerstand trimmen ist die erste Line. Sollte immer ein bisschen mehr Widerstand haben. Ansonsten ist das ein Nice-to-Have-Monster. Also auch hier vom Artwork finde ich ein sehr, sehr, sehr nettes Monster. Ja, Anführerbonus erhöht die kritische Trefferrate von Verbündeten von 20-25%. Ist recht ansehnlich. Gibt es auch bessere? Ich glaube, ja. Nein, auf jeden Fall ja. Er ist für mich, für auf der linken Seite im, gegen den Wut-Titan, das Nonplusultra. Gehen wir direkt auf seine Wasservariante ein. Reines PvP-Monster. Auch fürs Angriffsteam geeignet. Er gewährt eine Chance von 100% den gegnerischen Widerstand für 2 Züge zu reduzieren. Und gewährt eine 70%ige Chance, den Gegner für 2 Züge zu versiegeln auf seiner aktiven Fähigkeit. Immer nice to have, zumindest den Heiler mal zu versiegeln und sowas, ansonsten diesen geringen Widerstand mitzunehmen. Ja, sollte man mitnehmen, definitiv. Also fürs PvP-Angriffsteam, Wassermonster sind ja sowieso eher die besseren PvP-Monster statt die Feuermonster. Und hier haben wir wieder einen ausgewogenen Angreifer. Natürlich würde ich dann auch da Crit Rate ATK HP wieder empfehlen. Mit ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Widerstand, ja, mehr braucht man dazu eigentlich auch schon nicht mehr sagen. Die Sternaufwertung natürlich nach wie vor auch wieder ATK, HP, Crit Rate, Crit Damage, genauso wie beim Feuer halt. Hier würde ich aber dann auf eine kritische Resistenz verzichten, die ich vielleicht bei dem Wujing noch empfehlen, also bei dem Feuer Wujing noch empfehlen würde, mit reinzunehmen, die kritische Resistenz. Und ja. Ansonsten halt HP, Def ein bisschen hochziehen, Angriff. Und dann habt ihr ein schönes PvP-Angriffsmonster. Die Wood-Variante ist für mich eher diejenige, die ich reinstecke, um alle anderen zu pushen. hätten wir so eine, ja, schon Kampffieber, stellen 20% der eigenen HP und SP wieder her und gewährt eine 80%ige Chance, die Verteidigung des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. Hier sprechen wir auch eher von einem ausgewogenen Angreifer. Für PvP würde ich ihn aber nicht empfehlen. Das würde ich als reines Opfermonster sehen. Natürlich, falls ihr ihn einbauen wollt, was ihr aber nicht tun solltet, meiner Empfehlung nach auch hier wieder Crit Rate, HP, ATK, ein bisschen auf die Subs achten und. Dann haben wir den Light Wujing. Ja, was soll ich sagen?
PvP-Angriffsteam als Supporter würde ich ihn empfehlen. Ja, was machen wir mit ihm? Ich würde ihn auf jeden Fall eher in die Dev-Kategorie einbauen, also ihn als Unterstützer eine fette Verteidigung HP geben, also mehr HP als Verteidigung, weil prozentual gesehen hat er wieder mehr Verteidigung. Ja, das Versiegeln spricht für sich, 100%ige Chancen den Gegner für 3 Züge zu versiegeln und reduziert den erlittenen Schaden für alle Verbündeten um 2 Züge, wenn er dann mal SP hat. Kann man als Supporter im Angriffsteam mitnehmen. Am besten wäre er sogar mit der Wasservariante zusammen, weil er ja schon diesen geringen Widerstand macht und und. Ja, dann sind wir auch schon beim Dark angekommen. Wo haben wir ihn? Hier. Ja, der Dark Mujing ist dann auch wieder mal ein CSler, den man auf Dark mitnehmen kann. Auf der linken Seite, falls ihr keine Scheherazade oder sowas habt, kann man ihn auch wunderbar mit angreifen lassen. Ja, mutiger Schlag, brauche ich nichts zu sagen. Schwächen gewährt eine 80%ige Chance, den Gegner für 2 Züge zu schwächen. Im Fertigkeitsbuch haben wir nochmal eine Aktivierungsrate von 10%. Wenn er ausgebaut ist, dann haben wir also nochmal 90%ige Chance, Schwächen auszuführen. Hier in dem Fall auch wieder Doppel-ATK, Crit Rate oder Crit Damage. Ein bisschen mehr auf HP und Def achten in den Subs. Auch bei der Sternaufwertung. Also erreicht ihr da eine Crit-Wertung, ohne einen Sterne-Sub zu machen, dann baut ihr lieber nochmal HP Plus oder Verteidigung Plus mit ein, statt nochmal Crit Rate. Es sei denn, natürlich, ihr geht auf Crit Damage mit einem Crit Damage Stein und erreicht sie nur so gerade, und müsst dann hier noch aufpumpen, dann natürlich nicht. Auch wieder wie immer als reine Theorie, bis auf der Feuer-Wujing, weil das ist der einzige, den ich da benutzt habe. Oder den ich bisher benutze. Ja. Wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like da, Kommentar, wenn ich was verbessern kann und. Ihr kennt das Spielchen. Community Discord ist natürlich an erster Stelle. Falls ihr mal auf die YouTube-Videos gestoßen seid und ihr seid in keinen der Clans, die auf dem Community-Discord sind, scheut euch nicht, trotzdem vorbeizuschauen. Bei uns gibt es immer wieder Tipps und Tricks für jedermann. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Ciao.